Es ist Montag, der 19.08.2019 und wir schreiben aktuell 14.49 Uhr Uhrzeit. Und damit heiße ich euch alle willkommen zum 94. German Schlock. Kaum zu glauben, 94 German Schlocks? Ja, ja, doch, da rückt was näher. Die große 100. Zuvor muss ich allerdings etwas gestehen. Dies ist nicht die erste Aufnahme immer. Der erste Versuch. Ich hatte den Vlog heute schon einmal aufgenommen. Hab die Aufnahme beendet. Hab OBS beendet. Schaue nach hier, wo halt mein Headset und so normalerweise eingestöpselt. Und siehe, mein Headset war nicht eingestöpselt. Hab mir das Video angesehen. Und ich bin ein exzellenter Stummfilmschauspieler. Nur man konnte mir nichts, nur kann man trotzdem nichts verstehen. Feels Batman. Hab ich schon mal erwähnt, dass man tatsächlich strohdos sein kann? Jetzt wisst ihr es. Jetzt wisst ihr es. Das ist auch der Erklärung, wieso dieser Vlog nicht. Wieso dieser Vlog halt ein bisschen, ein klein wenig, ein wenig sehr verspätet hochgeladen wird. GG, I guess. Kommen wir zum Wetter, das die letzten Tage merkwürdig war. Ja, merkwürdig ist eine gute Beschreibung. Einerseits war es warm, 24 Grad teilweise, aber andererseits hatten wir am Samstag und Sonntag hier, wo ich wohne, wunderbar Regenschauer. Es hat sogar den ganzen Sonntag über hindurch durchgeplattert. Das hatte ich schon seit langem nicht mehr. Und mich freut es, als Mensch, der halt ein Auge auf die Natur und vor allen Dingen auf den Wald hat. Nun, gut. Schauen wir mal, wie sich jetzt weiterentwickeln wird. Die nächsten Tage klingen vielversprechend. Fragezeichen. Es soll wärmer werden. Aber andererseits soll es auch weiterhin regnen. Keine Ahnung, was dabei rumkommen wird. Ich weiß nur eins, dass ich jetzt einen Split mache. Kommen wir zum Thema Gamescom. Zunächst einmal, nein, Germans wird nicht auf der Gamescom vertreten sein. Wir werden auch die Gamescom nicht irgendwie streamen. Gibt es ja einige kleine, diverse, große Streams. Aber es sind ein paar von uns auf der Gamescom vertreten. Da ist zum einen Liora, die vermutlich mit einem Cosplay-Stand da vertreten ist. Ich hätte nachfragen sollen. Egal. Und Ligby wird ebenfalls auf der Gamescom zugegen sein. Ich meine, dass auch noch ein paar andere Leute auf der Veranstaltung auf der Messe sein werden. Ich weiß allerdings nicht genau, wer oder wann oder wo. Deshalb die Bitte an die Leute, die halt den German Schlock gucken oder die Zusammenfassung lesen, gebt doch einfach laut, wann ihr wo auf der Gamescom seid. Woran man euch auch notfalls erkennen kann. Oder postet das dann auf Social Media. Wie auch so ein Gedanke wert, oder? Glaube ich. Ich hätte den Split umbenennen sollen. Urlaubsvertretung. Ich bin nicht auf Urlaub. Ich bin abwesend. Ich hüte halt quasi ein für einen längeren Zeitraum. Wird chillig werden, aber trotzdem, ich bezeichne es nicht als Urlaub, aber Urlaubsvertretung hat sich irgendwie eingebürgert. Auf jeden Fall, ich bin vom 29.09. bis zum 29.09. Ich bin vom 19.08. bis zum 9.09. bin ich nicht da. Aber es gibt ein, zwei Leute, die sich bereit erklärt haben, den Vlog derweil weiterzuführen. Die eine Person wird Nigmi sein und die andere Person wird vermutlich Flickmod sein.
Ich habe absolut keinen blassen Dunst, wer wann was wie macht. Das ist halt gerade das Schöne an den Vlogs. Immer wieder für eine Überraschung gut. Mich selbst wird man dann nächste Woche sehen und dann am 16.09. wieder. 16.09., dann der 23.09., Kopfrechnen war noch nie meine Stärke. Dann haben wir das ZFM und danach, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine und wie das Ganze ablaufen wird. Freut euch darauf, wird eine interessante Zeit werden. Und das ZFM rückt immer näher und näher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss auch noch den Run zu Ende lernen. Ich muss auch noch den... wo ist die Zeit? Wo ist die Zeit? Wo ist die Zeit? Egal. Nicht egal. Aber egal, egal. Jetzt für den Vlog egal. Die Game Break Days. Einmal das. 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 So, Brötkemann. Brötchenmann? Brötkemann? Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Bekannter Speedrunner. Macht auch so etwas wie ein SNES-Manier. Also spielt halt alle SNES-Spiele durch. Jetzt nicht so forciert wie Tiamat mit seiner NES-Manier. Aber trotzdem. Ich bin schon längere Zeit nicht mehr bei ihm vorbeigeschaut. Und er ist Teil der Games Done Slow bzw. Slow Games Done Live Crew, die halt jetzt vor kurzem ihr Event hatten. Und Brötchenmann oder Brötkemann oder Brötkemann. Gott, ich muss nachgucken, wie mein Name ausspricht. Es ist egal. Veranstaltet vom 22.11. bis zum 29.11. On-site in Köln die Game Break Days. Er hat dazu eine Homepage aufgebaut, die ich jetzt hier so schön brav eingeblendet habe. Und bis zum 15.09. habt ihr noch Zeit, Runs für dieses Event zu submitten. Eines der größten On-site-Streaming-Events. Ja, okay, Formulierung, lass wenn wir so im Raum stehen. Ja, falls ihr Sponsor werden könnt, das ist auch noch eine Möglichkeit. Also die Website bietet jede Menge Möglichkeiten. Ihr könnt alles Mögliche sehen. Tickets, das Event vom 22.11., hab ich ja schon gesagt, im Connect Köln. Tickets und Preise, 10 Euro ein Tagesticket, 50 Euro in Eventkarte. Und Gamebreaker, 150 Euro, nur in limitierter Anzahl vorhanden. Submissions für Events und Ideen. Anmelden und Speedrun Submissions. Also ihr seht, da ist alles Mögliche berücksichtigt worden. Und in dem Sinne würde ich einfach mal sagen, wird alles unten verlinkt. Und ich komme zum Connect Köln. Erinnert ihr euch noch an der Bausch? War ein German Schmidt-Mitglied, hat beim letzten ZFM Essentielles beigetragen, ohne ihn hätte das Event nicht finden können. Und er hat dann Anfang dieses Jahres seinen Abschied von German genommen und ja, hat jetzt gemeinsam mit Will Vegeta diese Connect aufgemacht. Es ist eine Art Multifunktions-Location. Ja, so kann man es ein bisschen formulieren. Weil halt wirklich da alles Mögliche angeboten wird. Es ist, glaube ich, eine Art Gaming-Kneipe. Es ist eine Veranstaltungshalle. Es wird angeboten für Events, Conventions, Fantreffen. Ihr seht es ja selber auf der Homepage. Also Gaming, Mittelalter, Piraten, Anime, im allgemeinen Nerdtum. Bislang ist wirklich nur die Game Break Days gebucht. Und es würde mich freuen, wenn da noch ein bisschen mehr mit hinzukommen wird. Wenn da wirklich es noch Leute gibt, die halt wirklich sagen, okay, ich will was veranstalten. Ich will es in Köln veranstalten, weil Köln ist relativ gut erreichbar mit Bus, Bahn,
wie auch immer. Ja, dann bitte, das ist die Möglichkeit für euch. Das ist die Möglichkeit für euch. Das ist die Möglichkeit für euch. Bitte hinter jedes Wort ein Ausrufezeichen denken können. Nur der Betonung halber. Es, ja, ihr seht, das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Also die Homepage wird wahrscheinlich noch ein bisschen überarbeitet werden. Ein bisschen mit Inhalt gefüllt werden. Aber, was auf jeden Fall schon mal steht, die Game Break Days, auf die ich eben schon eingegangen bin. Und jetzt eben das der Veranstaltungsort. Ich bin auf dem Discord dieser Jungs. Hab schon einiges gesehen und das sieht durchaus interessant aus. Und ich bin gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Ich drücke beiden die Daumen, dass es ein voller Erfolg wird. Und Germansch wird, so gut es nur Möglichkeiten ist, die beiden unterstützen. Also ich denke, wir werden auf jeden Fall das Event Game Break Days hosten, falls wir da nichts was anderes veranstalten. Und dann mal sehen, was da sonst so alles geschehen wird. Auf jeden Fall, ich werde auch regelmäßig, das war Mailprogramm, das ich vergessen habe zu schließen, egal. Ich werde auf jeden Fall regelmäßig auf dieses, auf den Connect hinweisen, wann immer ich kann, wann immer es sich anbietet. Und ja, würde mich halt freuen, wie gesagt, wenn ihr was plant, da habt ihr die Möglichkeit. Ich habe fertig mit diesem Thema und würde einfach mal sagen, Life with Splitto. Und jetzt komme ich zu, das war dämlich, einem Moneypool. An dieser Stelle, Aminashu, falls du dies hörst, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich das die letzten Wochen nicht gefeatured habe. Ich habe es irgendwie vergessen. Und ja, für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, Aminashu ist der Kopf von der Bug-Crew von Moonflow Media und hat jetzt extra dieses Jahr viel Geld in die Hand genommen, um Veranstaltungstechnik sich zu besorgen. Die Sache ist die, er hat ein Startup gegründet und er hat jetzt nicht so viel Geld, nicht so viel Bewegungsfreiheit, weshalb er diesen Moneypool aufgemacht hat. Umso schöner wäre es, wenn wir da noch ein bisschen Geld investieren. Das Ganze endet am 22.10. und ich hoffe, dass wir bis dahin, nein, ich will die Ziele zweigliedrig machen. Das klingt egal. Ziel Nummer 1. Bei meiner Rückkehr will ich sehen, dass die Refinanzierung, dass der Moneypool bei 2000 Euro ist. Ziel Nummer 2 ist, wenn das ZFM beendet ist, dass wir uns dann darauf fokussieren, dass das hier mindestens 3000 Euro sind. Oder 3000 Euro am Ende sein werden. Noch besser wären es natürlich 4000 Euro, aber ja. Mal sehen. Und mal sehen, wie viel wir dann jeweils entbehren können. Aber jeder Euro ist es wert, da investiert zu werden. Glaubt mir, Leute, Aminashu ist ein dufter Kerl. Die Bugger Crew ist wirklich eine liebenswerte Crew von Vollidioten. Und für Rückfragen seht ihr auch hier, an wen ihr euch wenden könnt. Das Geld ist es wert. Es wird nichts veruntreut werden. Jeder Cent ist gut angelegt und ist es wert, wirklich da in den Moneypool reinzuschmeißen. Ich werde das wie üblich hier unter dem Blog verlinken. Und ja, um mich zu wiederholen, weil das kann ich ja perfekt. Spenden, investieren,
Es lohnt sich. Ich meine, Armin Dashu weiß, was er tut. Er weiß, was er tut. Er hat ja schon früher Erfahrungen mit Eventtechnik gemacht, bei den Cosdays und anderen Eventveranstaltungen. Er hat bei der Dokumi bewiesen, was er alles auf dem Kasten hat und wird auch beim ZFM beweisen, was er auf dem Kasten hat. Im ZFM kriegt er noch dazu Unterstützung durch Fennec. Und ja, dann schauen wir mal, guck. Also wie gesagt, sorry an meiner Stelle, dass ich das letzte Mal vergessen habe. Manchmal ist mein Gedächtnis löchriger als ein Schweizer Käse. Weil, nee, ein Schweizer Käse hat weniger Löcher. Ein Sieb hat noch weniger Löcher. Hat mein Gedächtnis überhaupt irgendeine Stelle, wo keine Löcher sind? Themenwechsel! Ich wollte nochmal auf das Oktoberfest verweisen, welches vom... Ah Gott, mein Gedächtnis ist wirklich nicht das allerbeste. Vom 28.09. bis 1.10. stattfinden wird. Nee, vom 27.09. bis 1.10. in Köln im Decksteiner Tennis Club. Ihr könnt über die Homepage Tickets besorgen. Tagesticket 6 Euro, 3-Tagesticket 15 Euro, Wochenticket 25 Euro. Es ist auch möglich, sich die Tickets erst vor Ort zu kaufen. Und das ist kein Problem, wir würden dann halt was quasi zurücklegen. Allerdings, Planungssicherheit. Was ich damit meine, ist, dass je mehr Leute halt vorab bezahlen, desto mehr wissen wir auch, okay, so und so viele Leute werden da sein. Die Anti-Runner haben wir quasi schon in trockenen Tüchern, dass sie da sein werden, weil wer bezahlt, bei dem ist es relativ unwahrscheinlich, dass ihm da nochmal HL dazwischen grätschen kann. Ist natürlich auch möglich. Ja. Aber wie gesagt, Planungssicherheit und vor allen Dingen, je mehr Geld wir dann schon mal haben, desto weniger Geld muss dann notfalls noch von extern mit hinzugeschossen werden. Ich bin sowieso dafür, dass wir versuchen, dieses ZFM, die Eigenbeteiligung in Sachen Hardware oder Geld so gering wie möglich halten, aber liegt nicht ganz an meinen Händen. Das Schedule wurde vor kurzem aktualisiert. Und es wird sich nochmal aktualisieren, weil zwei Runner leider absagen mussten. Das ist normal bei Speedrun-Events, dass halt Leute sagen, ja, sorry, nee, tut mir leid, entweder weil man keine Urlaubsvertretung gefunden hat oder weil man es mit der aktuellen beruflichen Situation nicht vereinbaren kann. Es ist schade. Aber ist so. Wir reißen den Leuten jetzt deswegen nicht den Kopf ab, um Gottes Willen. Wir sagen intern immer wieder, RL geht vor und das ist in diesem Fall, ja, in diesem Fall der Fall. Das klingt auch schon, das ist sehr nett, in diesem Fall der Fall. Ja. Auf jeden Fall, wir würden uns darüber freuen, wenn ihr oder Tickets kauft, wenn ihr da als Zuschauer vorbeikommt. Und ich kann mich nur wiederholen, Planungssicherheit, Planungssicherheit, Planungssicherheit. Planungssicherheit. Falls du es nicht erwähnt haben sollte. Last but not least möchte ich darauf hinweisen, dass in den nächsten 14 Tagen bei einigen Events die Submissions-Phase beendet sein würden. Beim Global Momentum Marathon, bei Speed Stuff for Charity 6
Und beim Relay Longathon Nummer Schlag mich tot ist es jeweils der 31. August. Und tags darauf endet die Submissions-Phase für Nothing But Mega Man, Burla Run und Speed Gaming Live. Falls euch das eine oder andere interessiert, da findet ihr die Infos. Ich werde die Tabelle auch noch gleich aktualisieren, heute wahrscheinlich noch, mit den Game-Breaking Days, mit den Game-Break Days, dass das auch zu sehen ist. Jo, und dann mal schauen. Das war der Vlog. Und dafür, dass das so mittlere, dass der S-Vlog so eine mittlere Zunge rausziehen. Dafür, dass der erste Vlog so eine mittlere Katastrophe war, oder die erste Vlogaufnahme, ist das doch sehr erfreulich geworden. Ich habe wieder bewiesen, ich kann planen. Ich habe wieder bewiesen, dass ich plaudern kann, dass ich labern kann. Und damit will ich einfach mal sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und man sieht sich dann nächste Woche wieder zum German Schlock Nummer 95. In dem Sinne, Leute, ich ziehe den Hut vor euch, bedanke mich bei euch allen und wünsche euch alles Gute. In dem Sinne, gehabt euch wohl und bis dann, euer Next Civilization. Ciao.